Nachdem die Wall Street gestern aus einem sehr stark überverkauften Zustand schon Gewinne verzeichnen konnte, geht es heute weiter mit der Rallye, weil man sich sagt, hurra, wir haben wieder schlechte Daten bekommen. Wir hatten die Einkaufsmanager-Indizes und die waren wirklich ziemlich mies. Also, Logik der Wall Street ist doch gut, dann könnten die Zinsen vielleicht doch sinken und dann feiert man eine Party. Man konzentriert sich also auf die eine Seite der Medaille, nämlich die etwas gestiegene Aussicht auf sinkende Zinsen, ignoriert aber die andere Seite, nämlich dass in dieser schlechten Nachricht nämlich wirklich eine schlechte Nachricht enthalten ist, und die ist ziemlich schlecht, denn dieser Einkaufsmanager-Index sagt ganz klar, die Nachfrage geht deutlich zurück. Erstens, zweitens haben die Firmen das erste Mal im Grunde seit der Finanzkrise, wenn man mal Corona, die Sondersituation außen vor lässt, wieder Stellen abgebaut, und drittens haben wir das Problem, dass die Teuerung im Gütersektor deutlich zugenommen hat wieder. Wir haben den höchsten Stand des bisherigen Jahres, so die Ersteller dieses Einkaufsmanager-Index, und das schauen wir uns mal an. Wie gesagt, wir waren in einem sehr stark überverkauften Zustand. Langsam wird es wieder interessant, denn wie weit wird diese Erholung gehen? Ist jetzt wieder alles gut oder vielleicht doch nicht? Wir stehen ja jetzt kurz vor extrem wichtigen Zahlen. Heute Abend Tesla, dann in dieser Woche noch Alphabet, Microsoft, die kommen werden, und Meta. Also schauen wir uns die Dinge einmal an. Hier ist dieser Einkaufsmanager-Index, den ich vorhin schon thematisierte. Wir sehen, Manufacturing ist wieder, wenn auch leicht, schrumpfend mit 49,9, 52,0 erwartet, und vor allem auch Dienstleistung schwächer als erwartet mit 50,9 statt 52,0 erwartet. Aber das eigentliche, die eigentliche Botschaft liegt in dem, was S&P Global sagt, die Daten erhebt. Signs of weaker demand stellt man hier fest, also nachlassende Nachfrage auf der einen Seite, dann das erste Mal seit 4 Jahren, also seit Corona, sind die Stellen abgebaut worden. With business confidence also waning to the lowest since November. Also das ist der niedrigste Optimismus seit November, das ist das eine. Und dann sehen wir Manufacturing Input Cost Inflation hit 1-Year-High, also höchster Stand dieser Inflationstendenzen im Gewerbesektor. Jetzt kann man sagen, ja gut, das ist ja jetzt ein Prozess, wo jetzt eben halt die Inflation in den Gewerbesektor kommt. Im Dienstleistungssektor scheint sie leicht abzukühlen, aber gucken wir das mal an hier. Hier sehen wir, dass der Gewerbesektor hier oben in dieser Grafik nach oben zeigt, aber letztendlich bedeutet das, wenn wir sehen, dass faktisch hier kein Wachstum mehr wirklich stattfindet, Stagnation, und Stagnation plus Inflation ist eben Stagflation, könnte man oder muss man eigentlich schließen, dass gleichzeitig eben mit diesem Abbau von Jobs, das ist denn durchaus ein Warnsignal für die US-Konjunktur, aber wie gesagt, die Wall Street hat erstmal sich gesagt, ah, super gut, ne? Ist doch cool, dann kaufen wir gleich mal alles, dann sind alle Risikoassets gestiegen. Also Aktienmärkte sind gestiegen. Wir sehen, dass die Erwartungen von Rate Cuts wieder ein bisschen zugenommen hat. Das sehen Sie hier eingerahmt in dieser Grafik. Und rechts sehen Sie die Aktienmärkte plong, ja super nach oben. Ha, wir haben wahrscheinlich eine Rezession, ist doch gut, dann können die Zinsen sinken. Aber das scheint jetzt eben noch nicht dazu geführt zu haben, dass man an der Wall Street den zweiten Schritt vollzieht. Erster Schritt ist, Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen doch sinken. Vielleicht nicht im Juni, aber dann Juli oder so etwas höher geworden. Zweiter Schritt wäre zu sagen, ja, aber warum ist das so? Eben wegen nachlassender Wirtschaft. Und was hilft es, wenn die Zinsen sinken, aber gleichzeitig die Nachfrage nachlässt? Dann werden die Unternehmen weniger Geld verdienen, dann werden sie weniger Gewinne machen wahrscheinlich. Und wenn sie weniger Gewinne machen, dann stellt sich die Bewertungsfrage an der Wall Street. Und es ist ja nicht so, dass jetzt die US-Aktienmärkte spektakulär günstig wären. Und hier, diese Grafik hatte ich schon mal gezeigt. All das trifft jetzt auf eine Situation, wo alle total optimistisch sind für die US-Wirtschaft. Das Economic Sentiment bei Twitter mit dem höchsten Stand seit Januar 2020, also kurz bevor dann Corona kam und mit dem Economic Sentiment nicht mehr so wahnsinnig viel los war. Interessant ist, dass die Renditen der Anleihenmärkte
ja, ein bisschen gefallen sind, aber nicht so wirklich stark gefallen sind. Wir sehen mal gerade 2 Basispunkte sind immer noch in Sichtweite der 4,6% Marke bei der 10-Jährigen. Und das könnte auch daran liegen, dass wir in dieser Woche eben startend heute eine 2-Jährige Auktion, wenn Sie das Video sehen, die findet 19 Uhr statt, da ist die schon gelaufen. Jedenfalls wird das Finanzministerium in den USA sage und schreibe 213 Milliarden Dollar heute in dieser Woche genauer gesagt verauktionieren, also neue Schulden aufnehmen. Und all das in einer Situation, in der die Renditen eben relativ hoch sind und die Financial Conditions, die unter anderem diese Renditen, vor allem die Renditeabstände zwischen Staatsanleihen und Junk Bonds, also zwischen Hochrisikoanleihen, Aktienkurse sind noch dabei, es sind einige Parameter dabei, aber das sind somit die wichtigsten. Diese Financial Conditions haben sich wieder deutlich gestraft und das ist natürlich auch Gegenwind für die Wirtschaft. Das kommt hier noch oben drauf. Wir hatten jetzt in der letzten Woche die größte Underperformance von Tech-Aktien gegenüber dem S&P 500, also gegenüber dem breiten Index, seit der Finanzkrise. Das ist ja auch schon ein paar Tage her. Also wir sehen, da ist schon was passiert. Jetzt sehen wir diesen Rebound. Ist das mehr als ein Rebound? Ist das jetzt wieder das alte Mantra, alles gut, ist doch super? Ich würde eher sagen, nein, denn es wird ja viele geben, die jetzt, wenn die Kurse sich erholen, wahrscheinlich bereit sind zu verkaufen, weil sie ziemlich tief unter Wasser sind. Das bringt der Sentiment Trader auf den Punkt. Das erste Mal seit 6 Monaten, also praktisch seit Ende Oktober, haben Investoren wieder meaningful losses, also die sitzen teilweise auf nicht unerheblichen Verlusten. Und das ist genau der Punkt, der dazu animieren könnte, wie auch Lance Roberts hier zeigt, wenn er denn kommt, da ist er, der Lance, dass eben es viele Trapped Longs gibt, also viele, die sozusagen eben jetzt auf der Long-Seite zu hoch eingestiegen sind. Dann kam diese Korrektur gerade bei den Tech-Werten und die Privatanleger in den USA, die sind ja vorwiegend auch in diesen US-Tech-Werten, dass die dann natürlich eine gewisse Neigung vielleicht dazu haben, wenn diese Positionen dann doch irgendwie wieder auf Null oder vielleicht leicht in den Gewinn laufen, dann zu sagen, okay, jetzt gehe ich raus. Deswegen empfiehlt Lance Roberts hier, jede Rally Richtung 5100 should be used to rebalance risk and hedge portfolio as needed. Also er empfiehlt praktisch Positionsabbau in Richtung dieser 5100er Marke. Und interessant ist ja, was wir gesehen haben. Wir haben Tech ganz, ganz schwach gesehen in der ersten bzw. in der dritten und vierten Woche. Dagegen haben wir gesehen, dass der Dow Jones schon vorher gedreht hat, ist also vorher nach oben gegangen. Wir hatten im Jahr 2000, ich will jetzt hier keinen Vergleich ziehen, aber im Jahr 2000 war das ähnlich. Da kam Tech unter Druck, dann sahen wir eine Erholung bei den, wenn man so will, Value-Werten, die im Dow Jones sind, bevor auch dann die Value-Werte dann ein Problem bekamen, muss sich natürlich nicht wiederholen, aber es steht natürlich viel auf dem Spiel. Wir haben sozusagen die beste aller Welten in Sachen Wirtschaft eingepreist. Man hat weitgehend versucht, die Zinsfrage zu ignorieren und die KI-Euphorie ist ein bisschen angeschossen, auch wenn Aktien wie Nvidia heute deutlich steigen, aber eben am Freitag mal eben 10% verloren haben und das ohne Zahlen zu bringen. Das heißt, das sind schon bestimmte Dimensionen, die da der Fall sind. Also diese KI-Euphorie ist auf jeden Fall nicht mehr ganz intakt. Diese Situation, die wir jetzt an den Märkten haben, diese Weakness ist nicht abnormal, zeigt diese Grafik. Gerade wenn man gut ins Jahr startet, dann ist es so, dass in den Mai hinein, vielleicht sogar bis Juni, die Märkte nicht so gut laufen, das ein bisschen verdauen müssen. Wir haben ja einen sehr großen Schluck aus der Pulle genommen seit Ende Oktober. Dann kann es im Vorfeld der US-Wahlen wieder nach oben gehen. Vielleicht, wenn sich dann abzeichnet, wo der Trump kommt, der Trump sagt wieder, ich senke die Steuern, was kümmert mich die Einnahmesituation? Wir machen halt dann halt noch mehr Schulden. Allerdings ist diesmal das Problem eben, dass dann die Anleihenmärkte wahrscheinlich ziemlich nervös werden. However, also das könnte durchaus sein, dass wir ein ähnliches Muster sehen. Und was Goldman Sachs hier sagt,
dass wir die säkulare Underperformance von Value-Aktien relativ oder in Relation zu Wachstumsaktien sich gewandelt hat. Wir sehen, dass da schon etwas passiert ist jetzt in Sachen Value. Vorhin zum Beispiel der Dow Jones, der sich ja besser entwickelt hatte als die großen Tech-Werte. Und wenn wir von Tech-Werten sprechen, wenn gleich nicht mehr so groß, dann sehen wir hier Tesla. Tesla hatte mal einen Bewertungsvorsprung, einen Marktkapitalisierungsvorsprung vor Toyota von fast $1 Billion, also 939 Milliarden Dollar. Und das ist, wie Sie jetzt in dieser Grafik sehen, fast vollkommen futsch. Interessant ist, dass Toyota ja damals gesagt hat, nee, also wir setzen nicht nur auf Elektrofahrzeuge, sondern wir werden weiter Verbrenner machen, aber wir machen vor allem auch Hybridfahrzeuge. Da wurde Toyota sehr scharf kritisiert. Damals hieß es, Tesla ist natürlich das absolute Nonplusultra. Und nach wie vor gibt es, wie ich heute in Reaktion auf mein Video von heute Morgen festgestellt habe, immer noch eine intakte, gläubige Religionsgemeinschaft Tesla, die dann mir sagt, du glaubst wirklich, Tesla sei ein Autobauer? Und meine Antwort lautet, ja, das ist ein Autobauer, der fast komplett seine Umsätze eben über den Verkauf von Autos generiert. Und wenn dieser Verkauf nicht mehr so gut läuft, weswegen Tesla jetzt Überkapazitäten hat, Stellen abbauen muss, auf veralteten Modellen sitzt im Prinzip, dafür dann diesen Cybertruck zum Beispiel auf den Markt bringt, der in Europa niemals zugelassen wird aus Verkehrssicherheitsgründen, aber für ein paar Freaks sicherlich interessantes Design, finde ich, gar keine Frage, etwas futuristisch, aber es ist auf jeden Fall kein Massenprodukt, mit dem du richtig Geld verdienen kannst, und das sind dann die Folgen, und das dürfte dann auch Cathy Wood treffen, die ja fleißig Tesla nachgekauft hat. Heute steigt die Aktie sogar im Vorfeld der Zahlen, über die wir ab 22 Uhr berichten. Also meine zweitbeste Freundin, die wurde ja lange gehypt, gerade in dieser Nullzinsphase. Da hatte sie so nicht nur Tesla, sondern Zoom, Roku, solche Aktien. Dann sind alle rein, als der Kurs ihres ARK ETFs sehr, sehr hoch war. Die sitzen jetzt fast alle auf herben Verlusten. Jetzt werden Gelder abgezogen. Wir sehen, wir haben schon 2,2 Milliarden Abzüge von diesem ARK Funds in diesem Jahr. Das ist mehr als Abzüge es im gesamten Jahr 2023 gegeben hat. Und Abzüge ist auch ein Thema für Apple. Heute die Meldung, dass die iPhone Sales in China im ersten Quartal um 19% zurückgegangen sind. Dadurch ist Apple in China nur noch Nummer 3. Und vor allem, wenn wir uns mal angucken, dass Huawei fast 70% hier hinzugewinnen kann. Andere können auch hinzugewinnen, manche andere verlieren. Aber Apple eben mit diesen minus 19%, das sieht nicht gut aus. Huawei ist ein mehr als ernstzunehmender Konkurrent. Zumal dann auch die Chinesen eher eben patriotisch sind und sagen, naja, Regierung sagt ihnen ja auch, meidet am besten Apple, wollen das sozusagen aus der Beamtenebene, aus der Verwaltungsebene verbannen. Das ist ein Signal an die Bevölkerung und man folgt diesem Signal. Apropos China, hier sehen wir mal den Hang Seng, der heute über 3% hinzugewonnen hat, also Tech aus China. Jetzt ist man nur noch knapp im Minus seit Jahresbeginn. Mitte Januar war man 12% noch im Minus. Und wenn wir das mal mit dem S&P vergleichen, der war im März noch 10% im Plus, jetzt nur noch 5% im Plus. Also da könnte eine interessante Angleichung passieren. Die einen holen auf, die anderen verlieren. Wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Und wenn wir schon in China sind und da mal Russland mit einbeziehen, dann haben diese beiden Länder praktisch die De-Dollarisierung ihres Handels verkündet. Sie handeln praktisch komplett ohne Dollar, so hat man seitens der Chinesen und der Russen gesagt. Also diese De-Globalisierung, die geht weiter. Ob das für den Dollar weitreichende Konsequenzen hat, muss man sehen. Aber normalerweise könnte man es denken. Weitreichende Konsequenzen haben die Versäumnisse der Merkel-Regierung und jetzt die erratische Politik der Bundesregierung mit ihrer Energiewende ins Nichts. Und hier haben wir heute dann wieder mal die Quittung bekommen, eine Art Deindustrialisierung. Wir sehen die Industrie in tiefer Rezession, die Dienstleister dagegen stark, die reißen das raus. Das wurde heute mit Jubelmeldungen quittiert. Allerdings sieht man eine sehr, sehr starke Teuerung im Dienstleistungssektor. Das wird der EZB Sorgen machen. Hier sehen wir mal übrigens Manufacturing in den verschiedenen Ländern dieser Welt. Deutschland am schlechtesten. So ein
Zufall. Manche Dinge sind halt Zufall. Manchmal hast du halt ein Pech gehabt, gell? Ne, machst du Energie künstlich teuer? Na, das war doch der Putin. Der Putin war es alleine, gell? Wir haben damit nichts zu tun. Nicht wahr? Und überhaupt mit unseren Vorschriften und der Vorstellung der CO2-Reinheit, auch wenn die anderen sozusagen das mehr als überkompensieren, ist schon ein bisschen seltsam. Also wir sehen, wir sind hier unangefochtenes Schlusslicht. Und hier sehen wir, das geht ja schon länger so. Alle Werte unter 50 heißen Schrumpfung zum jeweiligen Vormonat. Und im Grunde sind wir seit seit Mitte bis Ende 2022 geht es Monat für Monat für die deutsche Industrie bergab. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind jetzt praktisch 2 Jahre, wo Monat für Monat die deutsche Industrie geschrumpft ist. Denn das ist, wie gesagt, immer der Vergleich zum Vormonat. 50 ist die Messlatte. Wenn ich unter 50 bin, sind wir zum Vormonat geschrumpft. Wir hatten jetzt einen Wert von 42,2. Das ist dramatisch. Die Dienstleister reißen es raus. Mal sehen, wie das gehen wird. Die Löhne sind dort stark gestiegen. Das heißt, die müssen dann letztendlich auch die Preise anheben. Und hier hat der Scholz-O-Mat heute bei der Hannover Messe wieder mal ein Loblied auf den Standort Deutschland gesungen. Und die Industrie hat gesagt, der Mann lebt irgendwie in einem anderen Land. Das, was der sagt, können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Aber man schafft sich so seine eigenen Realitäten als Kanzler, nicht wahr? Vor allem, wenn man der Scholz ist. Abschließend, meine Damen und Herren, noch 3 Empfehlungen. Die erste, was wird von Tesla erwartet? Wir berichten, wie gesagt, um 22 Uhr. Ab 22 Uhr bei Tesla weiß man nie genau, wann die Zahlen kommen. Aber schauen Sie sich das mal an, wenn Sie wissen wollen, was da erwartet ist. Gerne auch weiterempfehlen über diese Social Media Button, die Sie oben sehen und einfach drücken müssen. Ebenso möchte ich Ihnen nochmal ans Herz legen, den Börsenjäger. Denn der Stefan Jäger, der den Börsenjäger macht, der hat sehr, sehr gute Indikationen und Signale, das ist wirklich mit Hand und Fuß. Garantien gibt es nicht, aber es ist auf jeden Fall eine super Orientierung. Es sind direkte Trades, die hier gemacht werden. Einfach hier mal draufklicken und sich anmelden, kostet nichts und ist eine Inspiration und eine, denke ich, gute Ergänzung zu dem, was Sie selber an den Märkten machen. Das ist die zweite Empfehlung. Und die letzte Empfehlung hier nochmal, Tesla, wie der Milliardenvorsprung, fast der Billionenvorsprung gegenüber Toyota verpufft ist. Diese 3 Empfehlungen und dann eben ab 22 Uhr reinschauen bei Finanzmarktwelt. Ich sage Servus, ciao.